Oh, wo sind wir denn hier? Erstmal wieder von dem Wasserstauwerk hier weg. Wo sind wir denn? Wir müssen wieder der Pipeline nach. Also, während ich mal durch den Dschungel, hetze. Hi Fans! Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Far Cry 6. Und hier rennen Leute durch den Wald. Es ist der 15.02. Falls jemandem das Datum was sagt. Muss gerade mal kurz hier Pause machen. Gestern war Valentinstag. Wie sage ich das jetzt am besten? Ich war ein bisschen down. Nicht nur, weil ich mal wieder am Valentinstag alleine war, auch weil ich noch so ein bisschen einen reingedrückt bekommen habe von einer Kollegin, warum ich mir denn so viel Gedanken mache, warum ich allein bin. Und es hat ein bisschen in einer WhatsApp-Diskussion geendet und am Ende meinte sie doch so lax, ja, soll ich doch tindern, wenn es mir nicht passt. Dann habe ich hier halt echt darunter geschrieben und du meinst jetzt, dass jetzt nach 18 Monaten auf Tinder jetzt plötzlich ein Match kommt, nur weil du es sagst. Dann viel Glück mit der Voraussage. Ja, wie gesagt, das war alles gestern Abend. Ich habe heute eigentlich nicht wirklich Bock, irgendwas zu spielen. Aber das andere Problem ist, die Folgen, die ich vorproduziert habe, die laufen morgen aus. Und bevor dann wieder irgendeiner von den zwei treuen Zuschauern fragt, so, ja, hey, was ist mit den Folgen jetzt hier? Habe ich mir jetzt einfach mal gedacht, ja gut, dann spielen wir halt mal weiter einfach. Mal Platz hier. Fängt das Vieh Mäuse für dich? Oder nein. Geister? Fängt das Vieh Geister? Das Vieh ist ein Geist, du verdammter Yankee. Ich hab dir mein Haus. Ich werde dich umbringen. Okay. So, also wir sollen. Hallo? Da geht ja schon wieder gut los. Drückst der E und es passiert nichts. Ah, da ist noch was. Medizin. Oh, hab sie nicht gesehen. Mach doch mal Platz, du Penner. Meine Fresse hier. Hab dich nicht gesehen. Ah, hier oben ist gar nichts, okay. Noch ein Brief. Sie ausgraben. Ja, das haben wir wahrscheinlich schon gefunden. Okay. So, jetzt pass auf. Wir sollen den Pipelines folgen. Nicht durch. Ein Glück, dass die hier in Yara nur überall kaputte Zäune haben. Was habe ich denn eigentlich noch für Waffen? Ich muss erstmal gucken. Grabungsstätte Schrotflinte, MP34, M16 gegen panzerbrechende Munition, Verteidigung gegen panzerbrechende Munition. Du wirst von Nahkampfangriffen nicht umgeworfen. Achso, das ist unsere Ausrüstung. Ja, kann sein. Also, ich muss der Pipeline folgen entlang der Bahia Dorada verläuft. Wo bin ich jetzt hier? Hallo? Ah. Ich kann mir die Schalterventile oder gelben PG-240 Tanks vornehmen. Danny, finde die Steuereinheiten. Mit deren Hilfe ist es möglich, die Giftsilos zu überladen. Ich könnte auch einfach drauf schießen. Guerillakämpfer müssen präzise sein. Schlampige Arbeit hinterlässt zu viele Leichen. Ich könnte auch einfach drauf schießen. Die ganze hier drin halten ziemlich viel aus. Oh, ich habe den normalen Raketenwerfer gerade gefunden. Schön. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich hier? Ah, ich bin hier, okay. Zwei. Okay, heißt es, ich muss jetzt da alle? Alle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stationen hier kaputt machen. Okay. Was ist mit dir? Warte, Arsenal.
Haben wir doch, wir haben doch den normalen Raketenwerfer haben wir gerade gefunden. Bewegt sich schneller beim Zielen. Bei dieser, beim Nachladen dieser Waffe werden alle Waffen nachgeladen. Wir könnten mal noch den normalen Granatwerfer irgendwann mal upgraden. Ist natürlich sehr toll, dass unser noch eine Arterie durchtrennt. Mach so weiter. Ja klar, und da rennt gerade einer. Da rennt ja gerade einer so durchs Gift so, als wäre es halt nichts, gell? Was ist los? Danny, ich möchte mich für mein Verhalten entschuldigen, als wir uns kennengelernt haben. Ich war unfair zu dir. Keine Entschuldigung nötig. Ich habe genug Blut für drei Leben gesehen. Und genug Guerrieras, die Spaß daran hatten, es zu vergießen. Als du aufgetaucht bist, sahst du einfach nach Ärger aus. Aber El Tigre hat die wahren Kämpfer immer schon auf den ersten Blick erkannt. Er sagte, wenn irgendjemand Yara retten kann, dann du. Ich dachte, du solltest das wissen. Libertad könnte dich gut gebrauchen, Lucky. Clara könnte viel von dir lernen. Libertad, La Moral, das sind nur Vereine, Danny. Ich kämpfe für Yara. Ankündigung einer Mandatsausweitung nach der umfangreichen Umverteilung von Ressourcen für die Entwicklung von La Roja Parma Stimme K Global die Aktivitäten für. Sonst nichts. Okay. Los. Also, dann folgen wir mal weiter der Pipeline. Ich finde es schön, wie diese Rohre immer aus dem Boden kommen und dann genau an Straßen. Weg, schade. Kommt er nochmal zurück? Jetzt habe ich ihn erwischt. Also, mir laufen immer mal weiter der Ding entgegen. Ich will gerade mal Ding, Arsenal. Ich tausche das doch mal gegen den Raketenwerfer. Ich glaube, der hat ein bisschen mehr Bums gegen die Tanks. Hat er jetzt angefaucht? Mierda. Auf sie! Komm, den kriegst du doch locker, oder? Schön von hinten und... dass der nächste Dinger natürlich wieder genau hier. Augen auf, Dani. Schnapp zu! Oluso, hier! Er rennt natürlich ganz brav die Treppe runter. Oh, da hat wieder irgendeiner Leichen auf die Förderbänder geschmissen, oder? So wie es aussieht. Irgendwo ist noch einer, oder? Ich habe mir doch extra mal die... Da ist AP-Munition drin. Ne, falscher Knopf.
Peligroso, Lusso. Fass! Eine Station brauchst du noch, Dani. Verstanden. Du stützt dich jetzt oder wird sie vom Jaguar angefallen? Dani, das habe ich noch niemandem erzählt. Gell? Yeah. Der Tiger hat Lobo getötet. Ach, die Binger. 1967 führten sie den letzten Angriff gemeinsam. Aber... Immer wieder meine MP40. Lobo wollte Yara für sich haben. Nachdem sie Esperanza angenommen hatten, wollte er Santos erledigen. Lobo hätte alles zerstört, wofür wir gekämpft hatten. Er hätte einen Bürgerkrieg angezettelt. Lobo war ein Verräter, Dani. El Tigre hatte keine Wahl. Das ist ein Geheimnis, das kein Yaraner je erfahren darf. Warum erzählst du mir das? Weil du mich an Lobo erinnerst. Vielleicht bist du jetzt eine Heldin. Du denkst, du würdest Yara nie hintergehen. Aber sobald du auf dem Thron sitzt, wird er dich verändern. Ich hab nicht vor, Yara zu regieren, Lucky. Du sollst nur wissen, dass ich abdrücken würde, wenn ich müsste. Genau wie El Tigre damals. Er ist die wahre Legende von 1967. Und er hat sich nie dafür vergeben. Ja. Warum auch nicht? Ich glaube, das nächste Mal machen wir es doch wieder mit dem Raketenwerfer. Ein bisschen viel Munition, wenn wir das mit normaler AP-Munition machen. So, komm, miese Kätzchen, weiter geht's. Ah. Der sieht uns nicht, der fliegt in die andere Richtung. Wo bin ich denn eigentlich auf der Karte? Karpfenangelgebiet. Ja, das wollte ich jetzt nicht wissen. So, hier waren wir. Vorstandort von McKay Global. War ich da schon? Ah ja, doch, ja, da bin ich ja dran durch. So, hier waren wir jetzt gerade eben. Dann kommen wir hier drüben hin. Wahrscheinlich wäre hier drüben noch ein Ding. Und dann hier nochmal. Und hier war doch... Raffinera La... War ich da schon? Oder kommt mir das gerade so herrlich unbekannt vor? Ne, wartet, das andere... doch, das müsste doch das gewesen sein, oder? Oder bin ich jetzt nebendran? Da, wo wir den einen Typen im Fernseher drin gehackt haben, das war doch da drüben. Ich finde, es hat sich noch relativ wenig in LSD hier drüben abgespielt, außer ganz am Anfang. Meist ist irgendwie hier die Riesenanlage vom Berg runter und hier unten und hier rechts noch ein ganzer Haufe. Ah ne, halt, die Anlage war hier, gell? Das war das hier, Büro von McKay Global, ja, das war hier. Was war da? Weiß ich das noch? Ach doch, ja, das war da, wo wir doch in den Ding eingedrungen sind, in den Keller, wo uns Lucky dann... vom Gift gerettet hat, jetzt weiß ich es wieder. Mein Gott, so. 14 Minuten sind am Timer, nur dass ich nicht über das so mit Überlänge produziere. So, was ist hier rechts? Na, schon so ein nächstes Gebiet. Nicht. Und los! Schnapp ihn dir! Da, ein Puma. Das hast du aber früher erkannt. Oh, Lusso. Hier war doch gerade eben nochmal einer. Schnapp zu!
starkes Gift auch nicht. Ja, weißt du, jetzt lauf doch. Ach, dann mach ich's halt selber. Hallo? Wenn ich nicht so viel sehe, aber dich habe ich auf jeden Fall noch erkannt. Kann ich hier nicht einmal wieder? Jawohl, ja. Ist das Ding automatisch in die Luft geflogen? Okay, beim vorigen nicht. Lauf! Lass keinen zurück! Was jetzt? Laufen oder zurücklassen? Stimmt noch wieder was. Ach, kann sein, sind die Dinger irgendwie. Kann sein, dass ich die irgendwie nach Dingen, dass ich alle da immer. Deswegen ist beim ersten nicht explodiert. Es gibt mehrere Schalter. Naja. Alles klar, hinterher ist man immer schlauer, wie man so. Gute Arbeit mit den Pumpstationen. Ich bin ins System eingedrungen. Und weil du den Beckendruck in der Anlage erhöht hast, kann ich jetzt das tun. Was tun, Yelena? Ach du Scheiße, Lucky. Hast du das auch gehört? Ganz Yara hat das gehört. Phase 2 beginnt. Finde die Anlage. Folge einfach dem Rauch. Ich werde jetzt einfach weiter in den Pipelines gefolgt, aber... Schön wäre jetzt natürlich gewesen, wenn man mir vorher Bescheid gesagt hätte, was passiert und ich hier auf den Turm klettern kann. Um vielleicht zu wissen. Na, guck mal, ich hätte jetzt zum Beispiel vermutet, die Anlage wäre das hier unten. Aber die eigentliche Anlage wäre wohl das hier. Dieser Yankee produziert das Gift in seinem... Ja, aber vor allem... Ich habe gedacht, es geht doch immer weiter runter und die Pipeline... Weil was macht das für einen Sinn, wenn die Pipeline hier anfängt, hier runter geht und dann in einem Rohr nur hier rüber geht? Und vor allem hier ist ja auch nochmal so ein Stück, was nach einer Pipeline aussieht. Aber gut, das hinterfrage ich jetzt gar nicht erst. Unsere Fabrik, die wir hier müssen, ist da... Und wahrscheinlich gäbe es hier nochmal welche und hier nochmal welche und hier oben auch nochmal welche. Also dann folgen wir halt mal der nächsten Ding. Pumpstation Nummer 7. Und das sind da unten sind wahrscheinlich auch Pumpstationen. Ich hätte jetzt gedacht, eigentlich unser Ziel ist mehr da unten, weil ja die Pipelines da Richtung bergab gehen, aber... Okay. Na dann mal los. Ja, komm, ich denke mal, wir sind hier durch. Wir laufen mal weiter durch den Dschungel. Lalala. Olusso, hier. Komm, Kätzchen, bei Fuß. Ne, wartet. Das will ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Sind nicht zum Fliegen gemacht. Das funktioniert auch bei Fahrzeugen, das ist gut zu wissen. Los, Olusso, was? Scheiße, die meinen es ernst. Ja. Der war ja jetzt nicht so ernst, so wie er aussah. Einfach mal hier so durch den Dschungel. Naja, also folgen wir einfach mal der Pipeline. Wir gehen noch da vorne vorher um. Ja, das ist halt genau auf der anderen Seite. Ich gehe zuerst zum Ding.
Was bist du hier? Ein totes Krokodil? Ein totes Krokodil. Ein totes und ein tot. Zwei tote Rehe, okay. Liegen die hier alle schon, weil der See hier vergiftet ist? Welche Schaden, wenn ich hier reingehe ins rote Wasser? Für mich scheint das ganz normales Wasser zu sein, okay. Und ein totes Pferd. Lucky, ich bin an der Anlage. Hier machen sich alle in die Hose. Wegen dir. Die Ingenieure versuchen, die Chemiebecken zu reparieren. Finde den Kontrollraum, Danny. Yelena wartet auf Zugang zu den Computern. Sobald wir den haben... Herzinfarkt. Verstehe. Gefällt mir nicht, wie es hier aussieht. Schaffe dir Zugang zum Computer. Ah, geht es eigentlich? Warte. Alle tot oder was? Yelena, kannst du die Sache irgendwie beschleunigen? Helden ist eine Kunst, Danny. Helf mich nicht. Helf mich nicht. Hallo, du blöde Katze. Du bist mir genauso im Weg wie Chorizo. Leg die um und. Und kaboom. Natürlich. Wäre ja auch wieder zu einfach gewesen, gell, wenn es einfach so in die Luft fliegt. Meine Mutter ist auch kritisch. Ah, Oluso! Das hat er voll im Griff. Wieder hoch, weil hier hinten ist auch schon wieder rot. Nein, wir nehmen den nicht. So, du gehst mal dahin. Da kommt bestimmt gleich jemand. Okay, wir haben es fast geschafft. Noch Musik in meinen Ohren.
Hier ist Senior McKay. Wer ist hier der Manager? Rufen Sie mich sofort an. Ich will wissen, was da verdammt nochmal vor sich geht. Überlastung durch Feind gestoppt. Das ist doch jetzt. Das ist doch echt eine Scheißmission. Nein, du! Oh, das gibt's doch nicht. Doch ist die ganze Zeit nur hier am Hin- und Herrennen, oder? Warnung, der Druck hat. In dem Moment, wo ich den hier jetzt ding, jetzt rennt doch einer wieder hier hin. Nee, momentan gerade nicht. Becken in die Luft geflogen. Verdammt, ich kriege Werte angezeigt, die jenseits von Gut und Böse sind. Warum ruft mich niemand an? Ruft mich sofort an, sonst seid ihr gefeuert. Ja. Einmal wieder und dann haben wir es auch gleich. Boah, Alter. Wo? Da oben. Guck mal, ich habe wieder Unterstützung von Guerillos, wo immer die jetzt auch gerade herkommen. Schon unterwegs. Okay, das Toxiflow Weakened Ultra Fickleton Downstream Osometer. Leute, da hinten steht jemand. Da oben steht noch einer. Schön, dass du auch zur Party kommst. Bringen wir es zu Ende. Aber gerne doch. Ich hätte auch von der anderen Seite reingehen können, da war schon offen. So, und was mache ich jetzt mit dem Octodings 5 Meter? Ah, warte. Lass mich raten. Oh, jetzt kommt der wieder hier mit Ding. Ventil da klein machen. Das in Ordnung. Wenn das diese beschissenen Libertad-Spinner sind, hetzt ihnen eure Soldaten auf den Hals, klar? Ihr nutzlosen Arschgesichter, ich streiche euch die Krankenversicherung. Erstickt doch alle an dem Gift.
doch hier, oder? Oh, wir sind noch Ventile. Ventile ist kaputt. Kaputt. Viele von diesen verfickten Ventilen haben die hier eigentlich. Dann hast du gar nichts mehr! Ich ruiniere dich und dein dummes Land und deine beschissenen Rucksack-Rotznasen! Ja, stell dir vor. Noch ein Ventil, noch ein Ventil. Nein. Ja, da oben. Ja, die haben aber echt hier überall welche versteckt. Blöde Katze, stehst mir schon wieder im Weg. So, oh, das war's. Rangaufstieg. Neue Waffen und Ausrüstung bei Johanns Händlern. Ja, alles klar. Alles klar, alles klar. Hier ist noch ein Brief. Team, gebt euch, wenn der Yankee McKay unsere Arbeitskraft. Es ist eine ich kaufe. Aha, okay. Ja. Revolution während der Revolution. Von mir aus. Okay. Ja, dann würde ich sagen, das nächste Ding weiter. Bis dann.